Moin Moin, ich bin Tizian und begrüße dich ganz recht herzlich zu einer neuen Folge LS17 auf der Map Apps auf Heide. So, und da ich hier gerade schon dieses fantastische Bild vor mir habe, machen wir doch davon auch gleich einen Screenshot und dann haben wir gleich unser perfektes Screenshot für diese Folge. Unseren perfekten Screenshot für diese Folge. So, mal wieder ein bisschen richtiger Deutsch sprechen versuchen. Versuchen, richtiger Deutsch zu sprechen. Du weißt was? Weißt du? So, einmal hier raus. Ich will mal ganz kurz den ganzen Trecker mal einmal überwaschen, damit das auch alles schier ist und nicht wieder aussieht wie Kraut und Rüben, ne? Aber ist echt cool, ey. Ich bin momentan, ich sag's ganz ehrlich, ich nehme ja immer mehrere Folgen am Stück auf und habe dadurch den ganz, ganz großen Vorteil, dass ich echt in so einem Spielfluss drin bin, ne? Und ich erst überlegen muss, oh, was mache ich jetzt und so weiter und so fort. Das finde ich momentan echt sehr, sehr gut, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass das doch wieder so positiv sich auswirkt. Und ich mache das jetzt vor allem auch immer so, dass ich eine Stunde am Stück aufnehme, dann habe ich eine kleine Pause und dann nehme ich die nächste Stunde auf. Früher habe ich das immer mal so gemacht, dass ich zweieinhalb Stunden am Stück aufgenommen habe und dann auch nicht das so gemacht habe, dass ich die Folgen unterbrochen habe, dadurch, dass ich halt immer Hallo und oder Moin Moin und Tschüss gesagt habe, sondern da habe ich wirklich zweieinhalb Stunden komplett durchgezogen. Ne? Ich weiß nicht, wer sich da von euch noch dran erinnern kann, gerade LS15, Two Rivers, da war das immer so. Und mittlerweile muss ich sagen, habe ich das ja geändert und ich bin mit meiner... Mir macht das Aufnehmen dadurch wieder deutlich mehr Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Dadurch macht mir das Aufnehmen deutlich mehr Spaß wieder. Es könnten nur die Zuschauerzahlen mal wieder nach oben gehen. Aber mal gucken, wie sich das jetzt überhaupt entwickelt. Jetzt sind ja die Schulferien wieder vorbei. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das dann wieder so ein bisschen nach unten geht. Fand ich auch sehr interessant, dass in dem... Viele haben ja gesagt, oh, jetzt Sommerloch und so weiter, ne? Sind Schulferien, keiner ist da. Komischerweise sind bei mir die Aufrufzahlen nach oben gegangen. Eher sind sie bei mir nach unten gegangen, als vor den Schulferien. Vor den Schulferien waren so ein bisschen weniger Aufrufe, weil da hattet ihr wahrscheinlich alle Prüfungen gehabt, beziehungsweise Klassenarbeiten und. Und dementsprechend gab es da wahrscheinlich weniger Zeit, um mal reinzuschauen. Das ist ja auch alles verständlich, ne? Schule geht ja auch definitiv vor. Ich habe ja schließlich auch einen Schulabschluss und ein Schulabschluss ist wichtig. Ist wirklich wichtig. Ne? So, dann kommen wir hier einmal rein. Dann stellen wir das Güllefass hier erstmal ab. So, ich habe jetzt erstmal keinen Job für den, ne? Ne, dann können wir den erstmal ausmachen. Der kann da stehen bleiben. Der wartet auf seinen nächsten Job. Das passt. Und das Güllefass müsste eigentlich... Das geht halt super schnell mit den großen Grubber, ne? Ja, das Güllefass ist voll. Und dann können wir damit mal wieder rüberfahren zu dem Halteplatz, zu dem großen, wo wir gerade eben waren. Und das dann dorthin stellen. Jetzt merkt man natürlich echt, dass der kleine Trecker mit dem großen Fass Probleme hat, ne? Aber wir ziehen das ja nur über so eine kleine Distanz. Da sollte das schon gehen. Das sollte mal kein Problem sein für den kleinen Trecker hier. Für den kleinen Trecker. Die Frage ist natürlich jetzt, wenn ich jetzt wirklich sage, ich möchte mit Forst beginnen, welches Waldgebiet wir uns mal wegsnacken. So, den können wir hier stehen lassen. Und dann haben wir da nämlich erstmal so ein bisschen was ausgelagert. Wie viel Hexegut haben wir jetzt eigentlich gerade hier drin? Das würde mich auch gerade mal interessieren. Sind wir schon bei 2 Millionen? Nee, ne? Oh, wir sind schon bei 2,8 Millionen. Oh, dann haben wir irgendwann die 2 Millionen schon locker geknackt. Das habe ich ja schon wieder voll vergessen. Aber ist halt auch immer so eine Geschichte, ne? Wir können eigentlich mal hier ein bisschen vor- und zurückfahren lassen. Dass wir so ein bisschen verdichtet bekommen, ne? Das Ganze. Hier oben ist das halt auch schon alles so richtig schön... Schön voll. Das sieht gut aus. Sollen wir mal hier ein bisschen vor- und zurückfahren lassen, damit wir es ein bisschen verdichtet bekommen? Ich glaube, das wäre eine ziemlich gute Idee, ne? Gerade wenn wir ihn hier oben drauf fahren lassen, wo wir schon eine saubere Fläche haben, mehr oder weniger.
Da kann er auch nicht mehr so viel reinsacken. Nicht mehr so viel einsacken und so weiter. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Wir machen mal eine Kursaufzeichnung. So, bis hier ungefähr. Dann hauen wir hier mal einmal den Rückwärtsgang rein. Ja, die ganzen Bubbles sieht man jetzt nicht. Die sind unten am Boden, ne? Das ist ganz normal, dass man die jetzt nicht sieht. Dann gehen wir wieder einen Vorwärtsgang. Und hier stoppen wir. Und dann kann er einfach das ganze Ding abfahren. Ja, aber nicht runterfahren. Nein! Krass, was machst du denn jetzt da? Das ist ja krass, wie er hier hochkommt. Oh, no, 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 no. Hätte ich mal CP fahren lassen, ne? Der kommt hier wenigstens sauber rauf und runter. Na, ich habe ihn nicht für den ersten Punkt eingestellt. Dadurch hat er so ein bisschen Probleme gemacht. Und ich will die Geschwindigkeiten definitiv runter haben. So, und zwar soll er mir hier drei Sachen fahren und hier vorwärts auch nur drei oder so. Also richtig schön langsam. Ich mache mal alles auf 3 km/h runter. Ja, dass er hier schön langsam vor und zurück fährt und dadurch das Ganze ein bisschen verdichtet. Dafür haben wir die ja, ne? Dafür kann er ja hin und her fahren. Ich habe momentan eh nichts zu tun für den, also ist es von der Sache her nicht verkehrt, wenn er da oben ein bisschen hin und her fährt. Sehr schön. Der hat auch nichts zu tun. Der Grubber ist noch am Grubbern. Können wir sonst irgendwas machen? Schieben brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Ja. Jetzt warte ich hier wieder, ne? Jetzt warten wir auf besseres Wetter sozusagen. Was tatsächlich stimmt, aber es wird ja langsam. Langsam verzieht sich ja der ganze Nebel, Gott sei Dank. Das war auch immer ein bisschen ätzend. Achso, ich wollte mal gucken, in welches Waldgebiet wir uns dann eigentlich verziehen könnten, wo ein gutes Waldgebiet ist. Weil es wäre natürlich interessant, hier hinten irgendwo was zu haben, ne? Pass mal auf, da fahren wir mal hin. Weil, wenn wir da hinten was hätten, Waldgebiet technisch, dann hätten wir nicht so weite Anfahrtswege, wisst ihr? Dann holen wir uns nämlich einfach einen Scorpion King meinetwegen vom Maschinenhandel, vom Maschinenverleih, geben damit eine Stunde Gas, haben dann da ordentlich, was weiß ich, ein paar Stämme abgeholzt und können den eigentlich ziemlich schnell wieder zurückbringen, gegebenenfalls, wenn wir wollen. Und der Verkauf ist nicht so weit weg, ne? Ich war ja vorher immer bei dem anderen Waldgebiet, da hinten bei der BGA. Hat aber natürlich den riesigen Nachteil, dass ich da unheimlich weite Anfahrtswege habe und dann schon fast 5 bis 10 Minuten brauche, bis ich dann mit dem Scorpion King da hinten bin. Und ich will tatsächlich, wenn ich dann wieder Holz mache, mit dem Scorpion King loslegen, weil ich habe echt keinen Bock, das wieder mit der Hand zu machen. Das ist, mit der Hand zu sägen, ist irgendwie so, klar, es ist günstig, ja, aber es dauert halt Ewigkeiten, ne? Da schnibbelst du so lange an so einem Stück Holz darum. Das ist echt ätzend. Weil ich weiß jetzt echt nicht, wo die ganzen Waldgebiete sind, deswegen müssen wir da mal hinfahren. Das hier ist natürlich kein Waldgebiet, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen, gegebenenfalls, wir könnten uns auch den, obwohl ich bin mir nicht so sicher, ob ich den ausleihen möchte. Ich habe ja den einen Bagger immer noch, den Liebherr, mit dem kann man ja auch Holz aufladen. Von dem habe ich ja mal eine Mod-Vorstellung gemacht, ne? Wer sich dafür interessiert, einfach mal nach Mod-Vorstellungen bei mir auf dem Kanal gucken. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe dafür eine Playlist. Ich habe, glaube ich, 2 Mod-Vorstellungen bis jetzt gemacht. Und das müsste da irgendwo in Playlists festgehalten sein. Pass mal auf, hier ist nix. Aber das hier könnte ein Waldgebiet sein, ne? Oder? Oh, ist das hier ein Waldgebiet? Direkt hinter Maschinenverleih? Direkt hinterm Händler? Pass mal auf, ist das hier echt ein... Ne, hier ist die Karte zu Ende, ne? Ja, hier ist die Karte zu Ende. Hier ist zwar ein bisschen Holz, aber das ist so das ganze Holz, was eigentlich so den Kartenrand darstellen soll. Oder für den Kartenrand ist. Und was eigentlich nicht... Also, wenn man das abholzt, ist halt immer ein bisschen doof, weil dann muss man es auch sofort wieder aufpflanzen. Weil das ist eigentlich, dass das die Karte so ein bisschen... nicht so... Das macht die Karte eigentlich schön. Und wenn man das wegreißt, dann ist es eigentlich ein bisschen blöd immer. Okay, haben wir noch mehr Möglichkeiten, Holz zu machen irgendwo? Außer... Nee, das sind tatsächlich... Auch wenn man sich das jetzt so anguckt. Obwohl, hier hinten ist ein Waldgebiet, ne? Bei Feld 18 ist eins. Ist das da bei 7 Waldgebiet? Nee, ne? Nee. Das hier ist aber auch keins, ne? Das sieht auch so aus, ist aber keins. Das, hier hinten sind tatsächlich die einzigen Waldgebiete, ne?
Ja. Okay, dann müssen wir tatsächlich doch, wenn wir den Scorpion King haben, da hinten hinfahren. Um dann dort halt alles aufzuladen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir das mit dem Auflade-Reno nachher wieder? Holen wir uns so einen kleinen Anhänger, der bringt kaum was. Der Holzkipper. Wir könnten natürlich. Wir könnten uns natürlich wieder den kleinen holen, ne? Den kleinen Kompaktlader. Der kleine Kompaktlader, mit dem kannst du. Ja, so 5 Meter Hölzer kannst du auf jeden Fall aufladen. Und dann legen wir das auf den Ballenanhänger. Ne, da können wir so ein paar drauflegen. Ich weiß aber nicht, ob der Kompaktlader so hoch kommt. Das könnte ein kleines Problem sein. Oder wir müssen das so machen, dass wir uns. Naja, aber einen IT-Runner möchte ich jetzt auch nicht unbedingt gleich wieder ausleihen müssen. Der ist halt auch nicht gerade günstig, ne? Der S7 ist fertig mit seiner Aufgabe. Ist das hier noch ein Waldgebiet? Ja, aber das ist so ein Mischwaldgebiet, damit kannst du auch nichts anfangen. Hier kann man tatsächlich. Hier könnte man reingehen. In dieses Mischwaldgebiet. Hier könnte man echt mit der normalen Kettensäge durchgehen. Und dann halt hier richtige Bäume draufsetzen, ne? Aber es ist halt auch nur so ein ganz kleines Gebietchen. Also macht eigentlich auch nicht wirklich viel Sinn. So, der S7 ist fertig. Sehr schön, dann können wir den mal rausnehmen. Guten Tag. Den einmal raus, das weg, das weg. Ja, oder wir werden mal gucken. Da hinten beim Händler war ja auch noch eine Wiese. Die sah eigentlich auch ganz vernünftig aus. Vielleicht werden wir uns die auch mal wegsnacken. So, das einmal beiseite. Denn wir wollen Saatgut machen. Wir wollen auf die 7 auf jeden Fall. Er soll mir auch wieder. Achso, ich muss ihn erstmal anschmeißen. Das soll er mir automatisch machen. Ich will zweimal und das will ich zum Schluss. Und wahrscheinlich werde ich da hinten auch wieder den Start bekommen, oder? Ja, ich bekomme irgendwie immer, wenn ich aktuelle Fahrzeugposition mache, bekomme ich irgendwie im Nordosten den Startpunkt. Okay, das funktioniert anscheinend immer nur denn, wenn man erst das Vorgewende macht und dann zum Schluss quasi. Also genau das Vorgewende tatsächlich am Anfang macht und dann. Zum Schluss das andere. Aber ich nehme das nochmal raus. Ich will nochmal einmal mehr Vorgewende haben. Mal gucken, wie das denn aussieht. Das sieht auch recht gut aus, ne? Und jetzt hat er es mir schon wieder anders gemacht. Und zwar. Okay, jetzt bin ich auf die andere Seite gekommen. Ah, der macht immer die. Okay. Das ist auch interessant. Also, wenn man halt es andersrum macht, dann macht er halt die Endposition dorthin, wo die aktuelle Position ist. So habe ich das jetzt wohl irgendwie. So habe ich das verstanden, wie dass er es macht. So, ich setze dich mal drauf. Setz du mal deine Maschine runter und dann kannst du gleich loslegen. Okay, kannst du nicht, weil du dran vorbeifährst. Passiert ja auch gerne mal. Ein, zweimal. So, das einmal. Und jetzt aber, ne? Jetzt fährst du mir da richtig rauf, bitte, ja? Bitte, ja? Machst du das? Einmal runter die Maschine und los geht's. Let's fucking go. Okay, du bist zu langsam, weil das hier noch als sehr, sehr langsam eingestellt ist. Wir wollen 20 km/h mindestens haben. Das können wir auch mal auf 20 km/h und 5 km/h beim Rückwärtsfahren ist in Ordnung. Dann machst du mir wenigstens nichts kaputt. So, das müsste jetzt auch vom Feld her technisch so aussehen, dass da. Ja, da wird wieder was eingedrillt und okay, da sieht man jetzt noch nichts, aber da müsste man jetzt gleich was sehen, ne? Weil der haut ja auch Dünger gleichzeitig mit raus. Okay, das passt soweit. Okay, dann nehmen wir den Kollegen mal. Habe ich die Strecke noch, dass ich zum Hof zurück möchte? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, die Strecke hat keiner mehr. Ne, die hat keiner mehr. Da müssen wir da mal selber rüberfahren schnell. So, einmal rein ins Fahrzeug. Oh, das Wetter wird besser, ne? Guckt euch mal an, wie gut das mittlerweile wieder aussieht. Schön. Endlich wieder gutes Wetter. Der Nebel ging mir echt ein bisschen auf den Zeiger. Zeiger. Was ich natürlich jetzt auch noch machen könnte, ist wieder ein Meer anzuschmeißen. Ich habe da hinten beim Händler auch eine Wiese gesehen, die eigentlich auch sehr gut aussieht, die ich gerne machen wollen würde. Die Frage ist, ob ich sie mit der Ballenpresse machen will, dass ich halt mal wieder ein paar Ballen presse. Und dann halt die Ballen quasi direkt wieder verkaufen kann. Oder ob wir die tatsächlich fürs Silo machen.
Hier ist auch noch eine Wiese, die 11. Ist zwar eine kleine Wiese, aber das könnten wir eigentlich auch noch mitmachen. Das ist halt eine Überlegung wert, ne? Aber ihr merkt schon, es gibt halt doch noch sehr, sehr viel zu tun. Auch wenn nicht unbedingt jetzt für jede Maschine. Wir brauchen halt echt wieder eine größere Maschine, noch eine zweite. Aber mit zwei großen Maschinen ist man halt doch ein bisschen besser dran. Aber das wird sich alles finden. Für heute auf jeden Fall bedanke ich mich wieder mal ganz recht herzlich bei dir dafür, dass du eingeschaltet hast. Danke für den ganzen krassen Support. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du möchtest, sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.